Wöhlers Diana-Hattrick. Am Ende blieb der Henkelpreis der Diana im Lande, denn mit der Wittekindshoferin Serienholde gewann eine Stute aus dem Rennstall von Andreas Wöhler. Sie war der Ritt von Stalljockey Eduardo Pedrosa, der somit für den dritten Diana-Sieg des Ravensberger Trainers in Serie sorgte. Auch auf dem zweiten Platz landete mit Sarandia eine deutsche Lady. Erst dahinter folgte die favorisierte Britin Architecture. Moonshiner ganz stark. Als 100:10 Außenseiter zeigte Stall Ullmanns Moonshiner als Zweiter im zur Gruppe 3 zählenden Prix de Rue am Sonntag in Deauville eine wirklich starke Leistung. Unter Maxime Guillon musste sich der Schützling von Jean-Pierre Carvalho am Ende nur dem Mitfavoriten Ventura Storm geschlagen geben. Zu schwer für Scheng. Es war die erwartete schwere Aufgabe, die Pavel Wovchenkos Scheng am Sonntag im zur Gruppe 1 zählenden Primoris de Guest vorfand. Am Ende zu schwierig für den Sieger der Hamburger Flieger Trophy, der im Besitz des Stalles Biancolino steht. Unter Joritz Mendizabal wurde der Kontertsohn nur Zehnter.